Hallo, da ist der Steve Limmer und ihr seht das Video mit MK-Moderation. Leon Pesch in Hollerbrunn, Steve Limmer heute im Interview. Du kommst viel in der Weltgeschichte herum. Wo waren deine letzten großen Auftritte? Ja, ich war jetzt vor kurzem in Hollerbrunn mit René Rodriguez gemeinsam, das war ziemlich cool. Ansonsten Kroatien, Spring Break Europe, Summer Splash in der Türkei natürlich, jetzt dann zukünftig in Sizilien. Ja, sonst Salzburg Empire, viel unterwegs halt. Du hast ja schon 8000 Likes auf Facebook, über 8000, um genau zu sein. Wie gehst du damit um, mit deinem Kontakt zu den Fans, wie wichtig ist dir das? Ja, der Kontakt zu meinen Fans ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig, vor allem bei mir zu Hause in der Gegend, da ist mir noch extrem viel wichtiger, weil ich eigentlich den meisten Support von daheim, von meiner Gegend kriege, also von eigentlich ganz Niederösterreich kann man sagen, und knapp 9000 Likes sind es mittlerweile sogar schon. Und ja, mir ist eigentlich ganz, ganz wichtig, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir jederzeit an. Es gibt natürlich auch solche Sachen wie Steve Limmer Kapperl, in alle Variationen. Und eigentlich probiere ich immer so gut wie jede Frage zu beantworten. Und ich bin eigentlich einer, der was eigentlich immer zurückschreibt und zu den Fans sehr offen und ehrlich ist. Ich bin ja sehr dankbar über jeden Support, den was ich kriege, von überall auf der ganzen Welt, ist egal von wo. Und finde es ziemlich cool, dass ich halt wirklich mittlerweile echt viel Fans habe und das Ganze schon langsam aufbauen kann. Du hast gerade gesagt, Facebook ist da ganz wichtig, das heißt, du machst deine Facebook-Beiträge alle selber. Genau, ich mache alles selber. Also bei mir gibt es nichts, gibt es keinen, der irgendwie auf einer Seite, der auf die Seite zugreift. Ja. Das mache ich alles komplett selber. Die gefällt mir Seite, auch mein Privatprofil, Instagram, Demo-Drop, YouTube, das mache ich alles komplett selbst. Also da greift keiner ein. Ich habe schon ein Kameramann-Team natürlich, also Fotografen und Filmtechniker immer mit, aber sonst mache alles ich. Ich habe gesehen, du bist auf Snapchat aktiv. Wie aktiv nutzt du das wirklich oder wie nah bist du deinem Fans da bei Snapchat und was postest du da immer genau? Naja, bei Snapchat im Prinzip probiere ich immer gewisse Teile aus meinem Leben zu posten, das heißt aus dem privaten Leben, aber natürlich auch viele Sachen von Auftritten, das heißt wirklich, wo gerade die Party abgeht, wie viele Leute das dort sind, was ich esse, wie ich mich am Weg mache. Also ich probiere immer einfach generell am Wochenende vor allem das Ganze kompakt zu halten und mein Tourleben sozusagen preiszugeben. Du hast gesagt, du bist auf Spring Break und X-Jam auch aktiv. Was waren da die besten Momente, was du da erleben hast dürfen? Spring Break Europe ganz genau und Summer Splash und X-Jam, aber ist jetzt halt das Problem, aber ja, wie gesagt, also Summer Splash natürlich waren schon ziemlich viele Momente, bin jetzt mittlerweile das 6. Jahr dabei. Generell, es ist halt einfach ein gewisses Gefühl, wenn da vor dir ein paar tausend Maturanten stehen, die was so richtig die Sau rauslassen, du 3 Wochen quasi in der Türkei oder jetzt in Sizilien feierst, ja, und man weiß, okay, die haben es endlich geschafft. Das heißt, sie wissen jetzt wirklich, jetzt gibt es für jeden eine Woche Party und das ist einfach ein schönstes Gefühl, weil du weißt einfach, da unten gibt es keine Grenzen. Es ist eine coole Atmosphäre, es ist warm, Sommer, Sonne, Strand, Meer. Natürlich dann noch oben drauf coole Partys, also das sind besondere Momente, an die wir immer erinnern können, mein Leben. Wie bereitest du dich persönlich auf deine Auftritte vor? Gibt es da irgendein Ritual, was du da hast? Ich trinke gern ein paar Jägermeister von meinem Auftritt. Das ist das Einzige, was ich gerne mache. Also wenn du einen Jägermeister nachher trinken willst, können wir nachher einen trinken. Aber sonst an und für sich gar nichts. Ja. Wie kriegst du deine Ideen für deine Remixe oder deine Sachen, die was du kreierst? Im Prinzip ganz einfach, ich hole mir immer gewisse Sets von DJ-Größen an, wie Hardwell, Dimitri Vegas, Like Mike und Co. halt einfach an. Probiere dann immer quasi meinen eigenen Style hinzuzufügen. Die ganzen Mashups, die was ich mache, meine Mashup-Packs, die was gibt's auf meiner Seite, probiere ich immer selbst in dem Punkt dann, also quasi meinen Style dann zu variieren in dem Punkt und halt das zusammenzufügen. Kurz und bündig gesagt einfach, es ist, wenn ich mir eine Nummer anhöre und ich denke mir, hey, der Drop ist jetzt cool, dann kombiniere ich das meistens mit einer Nummer, die was man kennt, damit die Leute auch mitsingen können, aber dann was Unerwartetes kommt, was auf einmal bumm geht und dann zuckt die Menge jetzt so richtig aus. So mache ich das eigentlich immer. Wie hast du angefangen? Wie hast du dann gewusst, dass du das machen willst? Also mit 15 Jahren, also an und für sich mit 14 Jahren hat das Ganze mit mir begonnen. Ich habe, mein Papa hat eine eigene Mobildiskothek einmal gehabt, oder hat eigentlich noch immer. Und da habe ich dann angefangen, einmal Lichttechniker zu werden und habe halt als Lichttechniker gearbeitet. Und irgendwann dann habe ich die Liebe zur Musik entdeckt und habe dann quasi angefangen, auf einmal auf kleineren Festeln zu spielen. Und das ist halt dann von 0 auf 100 ganz einfach plötzlich da gewesen. Und somit war mir klar, das ist meins, das taugt mir, das will ich machen. Und genau so war es dann eigentlich auch. Jetzt gibt es halt viele junge Leute, die was sagen, was soll ich lernen, was soll ich machen. Mit was hast du angefangen? Was hast du gelernt eigentlich? Weil DJ ist ja jetzt kein Beruf, was man lernt. Nein, es ist eigentlich eine witzige Frage, weil ich habe Maler und Anstreicher gelernt.
Also wirklich, ich habe 3 Jahre Lehre gemacht und habe mich halt währenddessen halt wirklich für mein Hobby interessiert und habe halt dann wirklich nie nachgelassen. Das heißt, so ist das Ganze entstanden, dann war ich im Zivildienst, beim Roten Kreuz sogar. Und somit ist es dann einfach entstanden und ja, somit ist der sogenannte Steve Lima entstanden durch das Ganze. Wie bist du am Namen Steve Lima gekommen? Also im Prinzip eine ganz witzige Geschichte. Bei mir im Heimatort hat es früher immer so eine kleine Energy-Disco gegeben für Jugendliche, für Kinder. Und das hat die Stadtgemeinde mal geplant und die haben halt dann irgendwann einmal meinen Papa angeredet, ob ich nicht spielen mehr hat. Und damals habe ich halt so den, der was das Plakat entwirft, eigentlich DJ Rima gesagt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, das war quasi eine Kurzschlussreaktion. Und er hat verstanden, Lima. Und hat dann DJ Lima draufgeschrieben und das Steve ist einfach, weil Stefan Haas ist, das Steve halt dann dazugekommen und somit ist Steve Lima dann entstanden. Genau so und nicht anders. Wo bist du persönlich in den nächsten 5 Jahren hin? Also am liebsten natürlich warten wir Tomorrowland oder sowas in die Richtung, aber wir müssen realistisch bleiben, also so wie es jetzt ist, kann man nicht beschweren, kann man nicht beklagen, ich habe genug Fans, ich habe genug Freunde, ich genieße das Leben in dem Punkt, ich mache den Job irrsinnig gern, ich liebe es, Leute zu unterhalten und somit bin ich momentan zufrieden, so wie es ist. Mehr geht immer und ich bin einer, der immer probiert, mehr zu machen und mehr zu erreichen, also ich gebe nicht auf und ja, ich kämpfe einfach weiter. Jetzt stelle ich die letzte Frage, ich habe jetzt über 1000 gefällt mir schon auf Facebook. Bist du da nervös, wenn du ein Interview mit so einer Größe wie mit mir machen darfst? Also an und für sich nervös bin ich generell nie. Ich probiere immer einfach ein cooler Typ zu sein. Aber bei dir wäre ich schon ein bisschen nervös daneben. Nein, nein, aber gib's den Typ mal Like auf jeden Fall. Er macht seinen Job gut und ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Gell? Das wünsche ich dir und viel Spaß beim Neon Bash.